Hi und herzlich willkommen bei Staupitopia Zuckerfrei. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen super leckeren Apfelkuchen ohne Zucker und Mehl, der eine Abwandlung eines Apfelkuchensrezeptes ist, das manche vielleicht unter dem Namen Schalotka kennen, ganz einfach und schnell selber machen könnt. Beginnen wir also direkt mit der Zubereitung. Und zwar braucht ihr für die Schalotka natürlich zunächst erst einmal Äpfel und davon ca. 4 kleinere oder 3 größere und diese werden dann zunächst erst einmal geschält und entkernt. Anschließend schneidet ihr die einzelnen Apfelstücke dann in möglichst dünne Scheiben. Ich habe bei mir jetzt hier übrigens Äpfel der Sorte Rayburn verwendet. Ich hoffe, ich spreche das jetzt hier richtig aus. Andere Apfelsorten, die ihr aber auch gut zum Backen verwenden könnt, sind zum Beispiel Boskop, Elster oder auch Jonagold. Nachdem ihr dann jedenfalls eure Apfelstücke in dünne Scheiben geschnitten habt, geht es auch an die Zubereitung des Teiges. Und für diesen gebt ihr zunächst 30 Gramm Kokosmehl, 60 Gramm gemahlene Mandeln, 90 Gramm zu Puder gemahlenes Erythrit, 2 Teelöffel Backpulver und wenn ihr mögt, noch ca. 1 Teelöffel Zimt in eine Rührschüssel und vermischt die trockenen Zutaten gut miteinander. Als nächstes gebt ihr dann noch 3 Eier, 180 Gramm Frischkäse und optional ein wenig Vanilleextrakt hinzu und rührt alle Zutaten zu einem glatten Teig. Nehmt euch nun eine mit Backpapier ausgelegte Springform. Meine hat einen Durchmesser von ca. 24 cm, fettet den Rand gut ein und füllt anschließend ungefähr die Hälfte des Teiges in die Form. Ja, und nachdem ihr den halben Teig dann so in der Springform verteilt habt, dass der gesamte Boden mit Teig bedeckt ist, könnt ihr nun auch schon die gesamten Apfelscheiben darauf verteilen. Und dann kommt natürlich noch die zweite Hälfte des Teiges auf die Apfelscheiben. Am besten klopft ihr eure Springform nun ein paar Mal auf die Arbeitsplatte, damit der Teig seinen Weg durch die Apfelscheiben finden kann. Und dann kann es auch schon ans Backen gehen, und zwar im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 45 bis 50 Minuten, wobei ihr euren Apfelkuchen nach ca. 35 bis 40 Minuten abdecken solltet, damit er euch von oben nicht zu braun wird. Nach dem Backen lasst ihr eure Schalotka dann am besten für ca. eine halbe Stunde in der Form abkühlen. Ja, und dann könnt ihr diesen super leckeren Apfelkuchen natürlich anschneiden und genießen. Probiert das Rezept auf jeden Fall einmal aus, denn ich bin mir sicher, dass euch dieser Kuchen auch so gut schmecken wird wie mir. Das Rezept zum Nachlesen und Ausdrucken findet ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.staupitopia-zuckerfrei.de. Einen Link schreibe ich euch natürlich unten in die Infobox. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut!